Während Zendeli kann also vorne an der Spitze schon fast schalten und walten, wie er möchte. Und Charles Wirtz war da schon wieder mit zwei Reifen im Gras. Der drohte da schon wieder so ein kleines bisschen abzudriften. Hier unten driftet ein anderer, das ist einer der Ass Racing Piloten. Ist das? Da haben wir also Mick Wishofer, der zweitplatzierte. Glücklich sein über diese Situation. Wohl nichts mehr anbrennen. City Bandi versucht es jetzt direkt mal gegen Bandi. Gibt es da größere Aktionen? Jetzt der Versuch auf der Seite vorbei zu gehen, leichte Berührung zwischen den beiden. Fittivaldi scheint aber die Nase erstmal ein bisschen vorn zu haben. Nein, er ist auf der Innenseite. Nein, auf der Außenseite doch. Das sollten wir auch mal gucken. Auch der hat einen ordentlichen Start hingelegt. Andreas Estner auf der Innenseite schiebt sich jetzt an die dritte Position vor. Auch das sehr, sehr gut praktiziert vom Neuhauser Racing-Piloten. Da ist ja das Gebrüder, sind ja die Gebrüder Estner gemeinschaftlich bei der Mannschaft aus Österreich, bei Hannes Neuhauser im Einsatz. Andreas Estner, der ältere der beiden, mit der Startnummer 80 und mit der 81 Sebastian Estner, das zweite gelbe Auto im Feld, das ein Stückchen weiter hinten hat. Ist da schon mal leichte einsetzende Niesel, der da möglicherweise eine Rolle gespielt hat. Der nächste, die nächste, und diesmal hat es die beiden, glaube ich, ein bisschen stabilisiert. Ist jetzt im Anflug in Richtung Enzo Fittipaldi über die Außenbahn. Kann funktionieren, weil der folgende Knick in seinen Linksbogen jetzt nicht zu weit rauskommt. Sonst hat er Fittipaldi möglicherweise auf dem Gewissen. An der 14. Position des Feldes. Da oben geht es runter weiter, Neuhauser Racing. Das geht nicht gut für Estner. Einer der beiden Estners. Wenigstens kein Anschlag. Einer steckt noch mit drin, steckt jetzt. Und damit den Spitzenreiter Lirin Zendeli gehörig unter Druck setzt. Muss sich aber wieder einklinken hinter Zendeli. Der hat dann doch im Verlauf des Beschleunigungsduells bis zur ersten Kurve hinunter, bis zu diesem ersten leichten Linksbogen in Turn 1, die Nase wieder vorn gehabt. Und das hat Wishofer erkannt, hat sich da schnellste Fanamesford Racing Pilot, das meine ich, ist Liam Lawson. Wenn man das richtig gesehen hat, einer Meter hinten auf das Ganze zu bewerten. In Richtung Reifenstapel, ja, der Grat ist natürlich auch noch nass von heute Morgen. Aber das Fahrzeug wieder kontrolliert, also alles gut, alles im grünen Bereich. Die nächsten, die abgehen. Das sollte jetzt aber unproblematisch gleich wieder funktionieren, dass die weiterfahren können. Hier ist nämlich gegen Arno die Converti gegen den KTC Racing Piloten. Und Köhler ist jetzt auf der Innenbahn, Turn 2, das sollte funktionieren. Da hat er eine richtig gute Linie erwischt, hat sich ändert. Durfte von Beginn an, sondern auch immer noch nach 20 Minuten hinten das Fahrzeug, wenn es unterwegs ist. Jetzt war es schon wieder die Vorderhand durcheinander, hatte ich vorhin schon mal. Also die Klasse.
Also, das kann noch kostenlos sein.